Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme des Tennis Manager 2024. Wir sind schon in der letzten Woche der Saison. Wir haben die ganze Saison hinter uns gebracht, ganz erfolgreich, finde ich, vor allem mit Max-Hans Rebeck in der zweiten Hälfte. Da spielen wir in der letzten Woche noch in Ortizai. Und wir schauen uns aber auch mal an, was wir jetzt vielleicht noch scouttechnisch noch unternehmen müssen und vielleicht auch für die Akademie, wie wir sie weiter voranbringen für nächstes Jahr. Also, auf geht's! Ja, so schaut die aktuelle Woche aus. Wir sind noch in Woche 45, wie gesagt, in 46 geht es dann hier in Ortizai für Max van Srebeck weiter. Ich wollte euch nur mal die Ergebnisse noch von dieser Woche wieder zeigen. Zum einen hat sich Julia Stusek leider verletzt. Sie hat in dem Turnier The Valley, das ist ja ein Juniorenturnier, hat sie im Viertelfinale sich verletzt, führte dagegen Claire Chang mit 6 zu 2 und 4 zu 2 und musste dann verletzt aufgeben, fällt jetzt 17 Tage aus. Das ist verdammt bitter. Die ersten Runden hat sie relativ gut überstanden gegen Emma Bong und dann gegen Mia Slamna. Aber sie ist, wie gesagt, jetzt verletzt. Das steht jetzt hier auch. Für die nächsten 13 Tage steht es hier noch. Das ist sehr, sehr bitter, weil für sie ist das Turnier ja, beziehungsweise die Saison damit vorbei. Und sie hätte ja jetzt noch, da können wir gerne noch mal kurz reingehen, sie hätte ja jetzt noch in dem Final gespielt, das Juniorinnen-Final. Das steht jetzt hier gar nicht genau, weil es dann noch nicht ausgelost ist. Aber vom Race her, dann gucken wir mal gern hier rein, haben wir es auf jeden Fall geschafft, ne? Und jetzt fällt sie dafür aus. Sie ist da Fünfte, ja, mit 1800 Punkten. Klar, die Woche wird jetzt noch ausgewertet, aber es sollte eigentlich gut gehen. Aber bringt natürlich nichts, wenn sie verletzt ist. Sehr, sehr bitter. Schade drum. Es kam auch eine Meldung, dass wir unsere Akademie nochmal ausbauen sollten, was das angeht, um die Verletzungszeiten zu reduzieren. Aber das Geld fehlt. Das zeige ich euch gleich. Natasja Dschunk ist in Shenzhen angetreten. Das war ja immerhin ein 100er Turnier. Ist dort allerdings dann leider, leider, leider in der ersten Runde gescheitert. War an 5 gesetzt und hat hier gegen Lukiska Gumkun aus Thailand mit 6-2, 4, 6, 6, 7 verloren. Das ist natürlich sehr bitter. Da war sie auf jeden Fall Favoritin. Ja, aber was bringt ja nichts? Ist nichts bei rumgekommen in der Woche quasi. Tom Sickenberger ist wieder fit, allerdings natürlich noch nicht so hundertprozentig in Form, muss natürlich wieder in Form kommen. Weiß gar nicht, ob er nächste Woche, ja, er spielt in Nikosia. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen sollten, aber können wir sowieso, glaube ich, nicht mehr absagen. Insofern. Gut, ich wollte euch aber erstmal auch zeigen, wie gesagt, Akademie, das war das Thema. Medizinisches Zentrum. Wir haben jetzt aktuell 203.000 Euro eingenommen, beziehungsweise auf unserem Konto, sagen wir mal so, eingenommen ist falsch. Aber wir sollen ja bis zum Ende, am Ende der Saison 100.000 überhaben. Warum auch immer, aber es ist eins unserer Ziele. So, also wir können uns eigentlich nur knapp für 100.000 irgendwas leisten. Das ist im medizinischen Bereich, aber wenn überhaupt, und dann würden wir sogar das Ziel gerade noch so ein bisschen gefährden, deswegen warten wir da auch mit, die psychologische Abteilung, die ist auch die Verringerung der Verletzungsdauer, hat das zum Buche. Das ist schön. Wir nehmen auch ein bisschen mehr Geld ein. Also wir sind Stufe 1, verdienen jetzt aktuell im Monat 6,8. Mit Stufe 2 verdienen wir 13,8, geben natürlich auch ein bisschen mehr aus, aber insgesamt geht das schon positiv aus. Müssen wir überlegen. Alles andere ist sowieso viel zu teuer. Wir haben im Sportzeitung noch einmal hier, ja, den Paddlecourt, mit dem wollen wir wesentlich mehr einnehmen, aber 174.000 brauchen wir uns eigentlich alles gar nicht angucken. Hier die Laufbahn für 192.000, also das ist alles sehr schwierig. Von daher würden wir da jetzt auf jeden Fall noch mal warten, was da vielleicht noch an finanziellen Geschichten kommt, und dann würden wir vielleicht wenigstens das psychologische Zentrum bauen. Schauen wir mal, denn ich weiß auch nicht, ob das Budget in die nächste Saison mit rübergenommen wird oder beziehungsweise der Kontostand so bleibt. Also gehe ich mal von aus, ne? Aber müssen wir mal sehen, was dann so kommt. Was ich euch aber auch vorher, bevor wir starten in die Woche, noch mal kurz zeigen möchte, ist unser Scouting. Ich habe hier zwei neue Spieler gescoutet. Einmal den Philipp Florig, der hat ja Tendenz, ist grundsätzlich hier, Potenzial ist da, werden wir natürlich erst durchs Ende des Scoutings sehen. Und Eva Lies ist auch noch 22 Jahre jung. Ist eine deutsche, auch starke Spielerin, 131 der Welt, hat auch ein ganz gutes Talent. Und wenn wir aber hier mal auf Spielerinnen suchen gehen oder Spieler suchen gehen, wie auch immer, dann wollte ich mal eben kurz gucken, die Bewerteten rausnehmen und dann mal so nach, was hatte ich das sortiert, nach dem Ranking so gehen, ja. Dann haben wir natürlich mit Alexander Zverev da den Topspieler, ist aber auch aktuell nur die 14 der Welt. Ja, und wir haben aber, das sehen wir jetzt hier nicht, sehr, sehr viele ältere Spieler. Also von den Altersgruppen her, das ist eigentlich Tatjana Marina, auch schon 37, ja genau. Also von daher kann es ja durchaus mal Julia Niemeyer natürlich. Die ist mal etwas jünger, 25 immerhin. Na, aber wir haben so richtig junge Talente ja auch nicht im deutschen Tennis. Deswegen ist ja gar nicht verkehrt, wenn wir uns um die kümmern, die wir quasi schon haben. Ich wollte mit euch nur mal kurz, vielleicht interessiert das den einen anderen, Alexander Zverevs Saison so ein bisschen durchgucken. Wie gesagt, 14. der Saison, hat in diesem Jahr zum Beispiel hier
Zuletzt das Finale in Metz gewonnen gegen Taylor Fritz im Finale. Davor in Paris ist er im Halbfinale an Djokovic gescheitert. Dann in Wien, zweite Runde aus gegen Fields. Dann in Stockholm ist er auch ins Finale gekommen, hat gegen Mackenzie McDonald sogar gewonnen. Also auch weiteren Turniersieg. Zweite Runde aus bei den Shanghai Open. Dann in Beijing hat er im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz verloren. Bei den US Open Halbfinale gegen Djokovic immerhin erreicht. In Cincinnati zweite Runde gegen Holger Rune verloren, dann in Montreal zweite Runde gegen Giron verloren. In Kitzbühel war er im Viertelfinale, Auger Aliassime war dort der Gegner und ist ausgeschieden. Dann im Achtelfinale, bei Wimbledon gegen Carlos Alcaraz verloren. In 5 Sätzen allerdings knapp, bei den French Open sogar in der dritten Runde ausgeschieden gegen Tsitsipas. Dann Rom zweite Runde, Berrettini raus, Madrid zweite Runde gegen Sabot Wild raus. In Monaco zweite Runde gegen Kokkinakis raus. In Miami zweite Runde gegen Dominik Stricker raus. Indian Wells dritte Runde gegen Dominik Köpfer. In Dubai im Halbfinale gegen Nagal, ein Inder. Das war natürlich überhaupt eine große Sensation. Dann in Rio raus ins Runde 2 gegen Ruiz, die 144 der Welt. Also gerade am Anfang der Saison hatte er keinen guten Start. Bei Australian Open auch Zweitrunden aus gegen Marc-Andrea Husler aus der Schweiz, die 236 der Welt. Und dann kommen noch 2 Turniere, Auckland, zweite Runde gegen Harris raus und in Hongkong Viertelfinale gegen Nick Kyrgios. Also, das ist die Erklärung dafür, warum er nur 14. ist. Gerade am Anfang der Saison nicht so gut gespielt. Hier die 0 gewonnenen Turniere waren eben die 2, nämlich Metz und Stockholm. Aber das mal nur so aus deutscher Sicht von unserem Starspieler. Wir wollen jetzt weitermachen mit der letzten Woche. Übrigens danach gibt es noch eine weitere Woche, nämlich die Weltmeisterschaft. Vielleicht ist ja da Ella Seidel wieder im Einsatz. Auch nicht ganz fit. Die Training habe ich eingestellt. Wir gucken jetzt erstmal so die Bewertungen an von dieser Woche, was wir da an Training gemacht haben, beziehungsweise was wir da an Plätzen gewonnen und verloren haben. Das sehen wir nämlich hier schon. Mühlberg. Ich sehe gerade hier müde. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe eigentlich gar nicht so doll auf Training gesetzt, aber er ist trotzdem müde. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut. Die 298 der Welt, Ziel war ja 250 zu erreichen. Ist uns nicht ganz gelungen, aber durch das letzte gute halbe Jahr, denke ich mal, sind wir auf jeden Fall da gut in Form. Ella Seidel verliert 3 Plätze, Stusek verliert 2 Plätze und im Junioren gewinnt sie sogar 2 Plätze. Ist jetzt 5. Zickenberger verliert 122 Plätze, konnte nicht spielen und Schunk 130. Was jetzt gerade, was ich vorhin gesagt hatte, das Race bei den Girls angeht, gucken wir nochmal. Ja, da ist sie 5. geworden. Also würde rein theoretisch teilnehmen, aber ist ja leider Gottes verletzt. Dann die Trainings. Hier ganz gut trainiert von Rehberg. Ella Seidel hat auch vernünftig trainiert. Service Effects bin ich vor allem drauf gegangen. Da sind wir bald Level Up. Das ist schön. Sickenberger konnte ja kaum trainieren. Dafür ist es aber gut. Guck mal, Antizipation ist ganz gut geworden. Da ist er fast Level Up. Und Natasja Tschunk, ja, kann noch ein bisschen mehr rausholen. Gut. Dann gehen wir mal auf weiter und haben jetzt das Erstrundenmatch hier bei den Ortizai Open mit Maxans Rehberg. Dort spielen wir gegen Fabrizio Andaloro, die 585 der Welt, Qualifikant und natürlich Landsmann hier in dem Turnier. Deswegen immer nicht ganz so einfach. Er ist herausragend in Form, Taktiker, spielt den Ball zum richtigen Zeitpunkt, versucht auf falschen Fuß zu erwischen, hat vor allem Aufschlagkraft und Service-Effet. Also gerade aufschlagmäßig, ja, das steht auch da, schau mal, ja, also auch sogar grün sozusagen, das ist ja schon mal sehr gut. Da müssen wir auf jeden Fall im Rückschlag alles geben. Wir gucken, achso, das wollte ich noch angucken, die Berichte kurz an. Ja, hier war meine zweite Runde, erste Runde im Future, da ist er mal im Viertelfinale. Seine Bilanz insgesamt 16-16, so schaut's aus. Ja, dann gehen wir mal in der ersten Runde, wir sind ja auch ein bisschen kaputt, das werden wir gleich genauer sehen. Und wenn wir jetzt hier auf Rückschlag auf jeden Fall volle Kanne gehen, Aufschlag sowieso. Ja, und wenn jemand, was haben wir gesagt, uns auf dem falschen Fuß erwischen will, dann müssen wir natürlich angreifen. Frühzeitig, das werden wir im Hinterkopf behalten. Werden aber erstmal unsere Taktik, die ja grundsätzlich auf Angreifen ausgelegt ist, werden wir auch so angehen. Deswegen würde ich hier jetzt erstmal nichts dran ändern und wir gehen rein und schauen mal, was wir ihm noch sagen. Ach, das ist schwierig. Entweder die 100%, würde ich sagen. Ja, das sagen wir auch. Gut, dann lasst uns reingehen in das letzte Turnier des Jahres und danach müssen wir mal schauen, wo wir denn die Planung nächstes Jahr hinbringen. Sprechen wir aber dann nachher nochmal drüber. Zum Ende der Saison sozusagen. Also unsere Bilanz 29-20, seine 18-16. Auf geht's, erster Satz. Wir sehen, wir sind hier ein bisschen kaputt, aber unser Gegner grundsätzlich auch. Also müssen wir uns nicht grämen.
Ist ja auch Ende der Saison. Also lange Saison gespielt. Wir haben Breakball gegen uns bei 0-1. Aber den werten wir schon mal ab. Er bleibt aber trotzdem hängen. Wieder Breakball für Andaloro. Bleibt wieder hängen, wieder ein Stand. Second Service. Der geht drauf, da hat der Gegner gedacht, der ist aus. Ich allerdings auch, war aber knapp an der Linie. Vorteil. Ja, aber das spielt er gut. Advantage. Ja, der nagelt uns hier fest, was. Oh, was für ein Aufschlag, was die Breakbälle angeht. Und der ist aus, damit Break zurück. Natürlich nicht so gut. Wir gehen direkt mal hier wieder höher, auch wenn uns das ein bisschen Körner kostet, aber wir brauchen jetzt einen Re-Break. 15-40, zwei Breakchancen haben wir. Das schaffst du. Come on, dann motivieren wir direkt mal. Gegen Ass können wir nichts machen. Eine Chance haben wir noch. Na, Longline wäre vielleicht auch eine Option gewesen, aber hinterher immer schlauer, ne? Advantage. House, Juice. Das war auch ein bisschen kritisch. Aber jetzt wieder Vorteil für den Italiener. Jawohl, super Passierschlag, Longline. Aber der kontert immer wieder, auch mit starken Aufschlägen nach außen. Oder wie hier auch mal nach innen. Der ist dafür aus. Und wieder ein Ass. Jetzt holt er sich das Spiel. Wir werden jetzt hier in Taktik mal einstellen, dass wir mehr auf Angriff gehen. Aber bei 40-0 hat der Gegner jetzt drei Satzbälle. Jetzt 30. Zwei konnten wir abwehren. Das dritte wäre jetzt noch wichtig. Guter Return, jetzt Angriff ans Netz, aber der gelingt uns nicht. Damit geht der erste Satz verloren mit 3-6. Ja, wir gucken uns mal Statistik an. Also das ist natürlich hier ein Spiel. Ein Break hat es jetzt entschieden. 62% der ersten Aufschläge kommen. Mit dem zweiten Aufschlag machen wir nur 4 von 11 Punkten. Das ist zu erkennen. Und er gewinnt dementsprechend 64% unserer zweiten Aufschläge. 18-17, die Winner sind ziemlich ausgeglichen. Auch was die Vor- und Rückhand angeht. Neun Fehler. Also, das ist der zweite Aufschlag so ein bisschen, der uns hier auffällt. Da sind wir aber durchschnittlich im Risiko. Das finde ich okay. Nach außen gehen wir niedrig. Da können wir vielleicht auch mal auf Durchschnitt gehen. So, das ist das Einzige, was ich... Ja, da ist komplett Durchschnitt. Ja, jetzt wird die Frage eben noch im Ball wechseln. Wir wollen mehr angreifen. Ans Netz gehen. Gegner zurückdrängen. Wir gehen mal auf Schwachstellen spielen. Ändere ich das mal auf? Ab, meine ich. Und da er auch ein bisschen kaputt ist, weichen wir mal ein bisschen hin und her. Das würde ich jetzt mal ändern. Und natürlich ein gutes Gespräch hier bringen. Aus alle Zeit der Welt, er wird langsam verärgert. Darauf wollen wir setzen. Zweiter Satz. Und wir haben einen Breakball im Beistand von 2-1. Juice. Nicht genutzt. Advantage. Haut. Juice. Advantage. Gute erste Aufschläge bringt er her. Schon einige Asse, die wir gesehen haben. Und wir haben ja nicht das ganze Spiel gesehen.
dann holt er sich doch das Spiel, zwei beide. Und jetzt hat er Vorteil, also Breakball bei drei beide. Boah, der ist gerade noch drauf. Stoppball zur richtigen Zeit, sehr schön gemacht. Oh, super da am Netz. Sehr, sehr stark. Vorteil jetzt zum 4-3. Jawohl. Das war noch ein gutes Aufschlagspiel, beziehungsweise nach dem Breakball erst. Und 30-40 bei 5 beide. Schon wieder Breakball für den Gegner, aber der ist erstmal weg. Guter Erster. Und Vorteil. Sehr schön. 6-5. Wir motivieren ihn jetzt mal, sich dieses Aufschlagspiel zu holen. Ich bleibe auch mal dabei. Er geht auf die Linie, ärgerlich. Haut, 30 Love. Second Service. Ja, schönes Netzspiel. Immer wieder wichtig. Der bleibt hängen. Also zwei Punkte. Dann hätten wir den Satz. Und den Tiebreak umgangen. Aber erst wieder mit dem Ass dabei. Würde mich nachher mal interessieren, wie viel Asse der geschlagen hat. Und hier aber auch mal ein Doppelfehler. Also auch das passiert natürlich. Hat jetzt Vorteil zum 6 beide. Damit Tiebreak, wenn es so kommt. Er nutzt noch nicht. Advantage. Und er ist gestresst und auch nicht gut drauf. Second set. Late. Second set. Jawohl, Einstand. Ich würde mal kurz mal schauen. Also schaut mal, wie weit der unten ist. Wir müssen eigentlich noch viel mehr darin tun, die Ballwechsel lang zu halten, ne? Das können wir am besten, indem wir hier Abweichung machen. Aber Netzannäherung ist ja unsere Geschichte. Das ist ja schon grundsätzlich richtig. Wir gehen aber hier trotzdem auf Abweichung. Wir haben ja hier eine Angriffssituation ans Netz gemacht und hier auf Schwachstellen spielen. Das ist, glaube ich, schon richtig. Aber wieder das nächste Ass. Und damit Spiel jetzt und setzt beide Tiebreak. Frage ist, wann wir wieder mit ihm sprechen können. Müssen wir kurz beobachten. Der erste Punkt für uns, 1-0. Und kleines Mini-Break, 2-0. Aber dann wieder ein Ass. Egal, da müssen wir jetzt weiter dran bleiben. Oh, sehr schön gespielt. 3-1. Ah, und auch die Voranschläge von ihm sind auch gut. Also die Grundschläge meine ich jetzt allgemein. 3-2 Mini-Break wieder weg. Ist eine harte Nuss hier heute. Oh, und der bleibt hängen. Haut. Der ist aus. Für mich sah der drauf aus, aber ist egal. Nehmen wir an. 4-3. Und 5-3. Es ist wieder das Mini-Break. Den Punkt noch holen, bitte. Come on. Ich glaube, im dritten Satz hätte er schon Probleme mit seiner Kraft. Und den machen wir damit. 3 Satzbälle für uns. Der bleibt hängen. Da ist der Satz im Tiebreak 7-6. Wir sind natürlich auch nicht gut dran, was die Kraft angeht. Also wird hier echt ein Kraftakt, da spricht man von. So 6 Asse hat der Gegner geschlagen im zweiten Satz. Im ersten waren es 4, also insgesamt schon 10 Asse. Das ist schon heftig. 67% unserer ersten Aufschläge kamen.
Punktgewinne mit dem zweiten hat sich allerdings verbessert. Schaut mal, das ist auf jeden Fall auffällig. 25 zu 20 Winner und 10 zu 16 Fehler. Ich würde so weitermachen. Wir sind doch gerade gut dabei. Wir haben das umgestellt. Ja, machen wir auch so. Halt, zieh die Ballwechsel in den Längen, zwing ihn zu Fehlern. Genau darum muss es gehen. Dritter Satz, Leute. Echt harte Nuss. Er hat Breakball. 30-40. Ah, da kommt er nicht mehr dran. Gut, Einstand. Ah, sehr schön gemacht. Wie gesagt, dieses Netzspiel muss drin bleiben. Damit machen wir eine Menge Punkte. Ja, sehr schön. Da ist das Spiel. Zwei beide nochmal gut rausgezogen. Und es geht wieder in den Tiebreak im letzten Satz. Wie gesagt, wir können noch mit ihm sprechen. Schauen wir mal, wann es nötig ist. Erstmal Ass vom Italiener 1-0. Mini-Break. Er ist gestresst. Also zu sagen, du schaffst das, würde doch wahrscheinlich noch mehr stressen. Da ist eher Motivation aus meiner Sicht richtig. Und da es jetzt 3-0 steht, würde ich das direkt jetzt ziehen. 2 Mini-Breaks. Bei einem starken Aufschläger. 4-0. Der ist zum Glück aus. 4-1. Immer noch ein Mini-Break. Wir müssen erstmal unsere beiden durchbringen. Das ist ganz klare Kiste hier. Und schaffen es nicht. 1-5. Second Service. 2-5. Ja, es müssen beide unsere sein. Second Service. Da ist er mutig, geht ans Netz. Super. 3-5. Ah, der ist doch drin. Scheiße, 3-6, 3 Matchbälle dafür. Und den macht er direkt. Surf and Volley bei unserem Spieler und der Ball geht, tropft noch rechts an ihm vorbei. Also ausgeschieden Runde 1 mit 3-6, 7-6 und 6-7 gegen Fabrizio Andaloro. Schade. Aber es war ein guter Gegner, definitiv, muss man so sagen. Insgesamt hat er 111 Punkte, er 116 gewonnen. Es war ziemlich ausgeglichen. 19 Asse insgesamt geschlagen. Das war wirklich eine Stärke von ihm. Definitiv. 59 Winner schlagen wir wiederum. Das ist dann unsere Stärke. Ein Fehler, mal gucken. 31-30 ausgeglichen. Also, hat nicht sollen sein heute. Nach einer langen Saison, der Gegner war auch kaputt. Aber gut. Kopf hoch, du wirst stärker werden. Denn da will oder soll der Fokus hingehen. 1074 Euro kriegen wir dafür nochmal. Wir werden natürlich jetzt noch ein bisschen gucken, dass wir das Training einstellen. Gehen wir mal kurz rein für die restliche Woche. Wie gesagt, er ist relativ körperlich Verfassung nicht ganz so stark. Aber ich würde mich, wenn wir denn schon Dinge trainieren, wie zum Beispiel hier, dann eher auf sowas konzentrieren, was wir brauchen. Also diese Service-Effizienz, die der Gegner gerade hatte, sowas ist natürlich auch immer sehr wichtig, ne? Ich würde das mal... Aufschlagkonsistenz, genau, würde ich gerne mal machen. Platzierter Aufschlag. Und die Oberfläche nehmen wir auch raus. Und dann gehen wir mal hier auf Cross-Ass drauf. Ja, das sieht jetzt alles ganz gut aus. Können wir das für die restliche Woche nochmal trainieren. Gut, lass uns die Woche mal durchmachen. Natasja Czunk gewinnt. Sickenberger gewinnt auch. Czunk gewinnt auch die nächste Runde, auch Sickenberger, das ist ja sehr schön mal. Und dann verlieren beide leider im Viertelfinale, aber immerhin, vor allem für Tom Sickenberger, nach Verletzung muss man ja sagen, hat er auf jeden Fall hier mal zwei Runden überstanden. 526 bekommen wir von Ella Seidel, für Czunk bekommen wir 3449, für Sickenberger 509. So geht das Geld natürlich auch ein bisschen nach oben und... Susseconds ist in der Rekonvaleszenzphase. Gucken wir uns mal ganz kurz an, Sickenberger. Viertelfinale aus gegen Viktor Reiten aus Schweden mit 6-3, 3-6, 4-6. Davor gegen den zweiten, also wir haben zwei gesetzten Linus Lagerbohm gewonnen. Das ist doch sehr schön in drei Sätzen. Und erste Runde gegen Andres, ja, kann ich gar nicht aussprechen, gegen einen Spanier. Okay,
Das ist das eine. Sickenberger und Natasja Chung in Tokio bis ins Viertelfinale gekommen, da gegen Chong Liu verloren. Das ist auch ein 140er-Turnier, also ein WTA 100. Ist ja auch ganz vernünftig. Sehen wir dann mal weiter. Ella Seidel hat in Minsk gespielt. Dort hat sie in Runde 1 verloren gegen Gormaz. 4-6, 3-6. Ja, schade, schade, schade. So sind wir jetzt in der letzten Woche, in der die Weltmeisterschaft stattfindet. Da gucken wir jetzt gleich mal nach, ob denn da Ella Seidel auch mit dabei ist. Erstmal die Trainingserfolge, 14% plus bei Aufschlagskonsistenz. Man sieht, was das immer wieder bringt, wenn man einzeln da reingeht. Dafür trainiert natürlich andere Dinge nicht so viel. Das war verbesserungswürdig. Bei Sickenberger Level Up in Antizipation. Das ist auch sehr schön trainiert. Und Schunk, ja, sehr vernünftig, was das Konterthema angeht. Gut, dann schauen wir doch mal. Alle stehen auf Weltmeisterschaft, aber Ella Seidel ist die Einzige, die vielleicht dort spielen wird. Wir gehen mal hier in die Planung, dann müsste man das eigentlich anklicken können, aber sie ist hier nicht dabei. Also dann wird sie wahrscheinlich nicht nominiert sein. Es sei denn, die Nominierungen kommen noch später. Schauen wir mal kurz. Ich würde aber vorher ganz gern auch mal kurz in die Planung reingehen, ob wir schon für nächste Saison was planen können. Nämlich für die... Ne, geht nicht. Das müssen wir später machen. Das geht hier nicht weiter. Also insofern wird das auch Abschluss der Saison sein. Dann lass uns die Woche nochmal durchschauen. Pro der Frauen. Jetzt könnten wir das hier sehen. Teamnominierungen bei Deutschland. Korpatsch, Maria, Siegemund, Niemeyer und Lies. Die, die wir jetzt gerade noch scouten, die hat er mitgenommen. Oder sie. Ich weiß gar nicht, wer hier Teamcaptain ist. Also, Ella Seidel ist nicht dabei. Deutschland spielt im Viertelfinale gegen die Vereinigten Staaten. Schauen wir gleich gern mal rein. Dann lasse ich nämlich das Thema mal hier offen. Dann kommen wir da leicht dahin. Aber hier noch kurz der Wochenüberblick. 5 Plätze verloren bei Max-Hans Rehberg. Also als 303. schließt er ab. Seidel verliert 7 Plätze. 261. Sosek 7 Plätze. 1161. Aber, und da verliert sie jetzt 3 Plätze. 8. der Junioren-Girls-Rangliste. Dann Sickenberger, 66 Plätze nach oben. Das ist doch mal ein sehr schöner Sprung. 370 allerdings bei den Boys, muss man ja noch sagen. Und Natasja Chung auch 4 Plätze nach oben. So schaut's aus. Dann gucken wir die Woche doch mal durch. Was gibt's hier noch? Saisonabschluss mit Max Andrea. Es gab Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte. Wenn wir weiterhin zusammenarbeiten wollen, müssen wir auch unsere Arbeitsweise überdenken. Okay, aber wie gesagt, am Anfang wird ja jetzt hier die Ziele eingegeben. Gehen wir mal drauf. Also wir sind hier mittelmäßig. Wir wollten die Top 20 erreichen, sind 12. geworden, erreicht. Wir wollten im Halbfinale bei einem Challenger 75 erreichen, haben wir mit Barcelona geschafft. Die Qualifikation bei einem Masters war natürlich noch nicht möglich, weil wir in der Weltrangliste noch so weit unten waren, dass wir da noch nicht mal in die Quali reinkamen. Wären aber, wenn dieselben Ziele bleiben, da weiß ich jetzt gar nicht, werden wir sehen, dann werden wir das sicherlich auch irgendwann schaffen. Und die 303 statt 250 haben wir uns sehr nah rangezappt. Wir sehen hier auch mal so Ranglistenveränderungen. Ja, hier ging es weiter runter, dann ging es hier mal nach oben und dann ging hier die letzte Kurve natürlich steil nach oben durch diese Erfolge. Ja, und da müssen wir natürlich aber auch im nächsten Jahr einiges dann aufholen. Und das ist natürlich die Frage, deswegen wollte ich das mit den Turnieranmeldungen schon mal mit euch machen. Welchen Weg gehen wir? Wir haben jetzt sehr viel Future-Turniere gespielt. Ich denke mal, der nächste Step muss auch sein, Challenger-Turniere mehr einzubinden. Da können wir natürlich noch mehr Punkte holen, aber wir müssen natürlich auch stärker werden dafür. Von daher schauen wir mal, wie wir uns da entscheiden. Dann haben wir hier noch bei, wer ist es? Natasja Chung, die hatten wir ja nicht lange dabei. Die wollte die Top 5 in Deutschland, das hat sie sogar geschafft, deswegen in Ordnung. Und sie wollte Top 100 erreichen, da haben wir die 126 erreicht in der kurzen Zeit. Also auch das war jetzt nicht ganz so schlecht, darf aber auch besser werden. Sickenberger Ziele, da haben wir gar nichts erreicht. Die Top 5 in der Boys-Rangliste, das sind wir 370. Also das war überhaupt nicht gut. Auch den Finals natürlich überhaupt nicht erreicht. Dann im Grand-Slam-Halbfinale überhaupt nicht. Und Top 3 bei den Boys in Deutschland, da ist er gerade mal 16. Also die Ziele waren jetzt wirklich nichts. Bei Ella Seidel gucken wir auch gern durch. Auch überhaupt nichts erreicht. Top 3 in Deutschland, sie ist 12. Ein Titel gewinnen bei einem Pro-70er, da war sie höchstens mal im Viertelfinale. Dann die Qualifikation für den Grand Slam. Da hat sie mal die dritte Runde im Australian Open erreicht. Das ging direkt sehr gut los, aber dann war es das auch. Das war das Beste. An einem Next-Gen-Finale teilnehmen. Da ist sie 43. in Race geworden und Top 100. Auch das haben wir nicht erreicht. Dann Julia Stusek. Da gab es ja eben diese Geschichte mit den zwei Zielen. Einmal auf der Damen-Tour, einmal auf der Girls-Tour. Ja, also in der Girls-Tour sind wir ein bisschen dabei gekommen, sind wir 8. geworden. Titel konnten wir leider nicht antreten. Im Halbfinale der US Open Junior, da wollte sie einen Titel gewinnen. Also ein bisschen dabei,
Bei den Girls, bei den Ladies ging es natürlich dann nicht. Also zwei Ziele finde ich echt eine blöde Geschichte. Muss man mal eindeutig so sagen. Wir gehen mal ein bisschen weiter, schauen, wie die Woche dann endet, was Deutschland da auch gemacht haben. Hier haben wir jetzt mit Weiß, den Analytiker, möchte ich auch nicht verlängern. Und auch mit der Trainerin Kelly Venter wollen wir auch nicht verlängern. Das hatten wir schon besprochen. Da werden wir mal schauen, was wir da an andere Trainer finden. Und dann wollen wir da unsere Akademie damit ein bisschen verstärken, sozusagen. Das haben wir gerade gehabt. Stusek ist wieder gesund. Okay. Und dann ist die Woche auch rum. Wir schauen mal eben kurz, wo war das jetzt? Da. Was haben die deutschen Damen denn gemacht? Sie haben gegen Amerika direkt 2-0 verloren. Sehen wir hier. Tatjana Maria hat gegen Pergula verloren und Korpatsch hat gegen Goff verloren. Natürlich auch starke Spielerinnen. Insofern waren sie raus. Wenn uns das interessiert, gucken wir uns auch gerne mal bei den Herren an. Da hat Australien den Davis Cup gewonnen im Finale gegen Italien. Deutschland in der ersten Runde gegen Italien raus. Struff gegen Sinner verloren und Zverev hat gegen Berrettini gewonnen. Dann aber das Doppelköpfer Matera. War nicht erfolgreich. So schaut's aus. Was wird uns hier noch angezeigt? Eine Übersicht der erreichten Ziele der Spieler der jeweiligen Saison für unsere Partnerausrüster. Da waren jetzt nicht Ziele, bei Sickenberger waren Ziele, deswegen haben wir da 56.000 Euro gewonnen, oder wie sieht das aus? Lass uns mal kurz da reingehen, da bin ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Plan. Ziele, das waren die Ziele. Sehen wir jetzt gar nicht mehr. Normalerweise kann man das hier, ist hier untergeordnet, hier. Ah ne, da. Das ist das. Dann gehen wir auch wieder auf Sickenberger, Ausrüster. Was waren denn da für Ziele? Erreicht die Platzierung der ATP 750, okay. Aber ist die restliche Geschichte. 20 Turnierteilnahmen, das Ziel ist erreicht. Dafür haben wir die Summe von 14.000 so und so gekriegt. Lass uns da mal bei Rehberg gucken, das interessiert mich ja jetzt auch. Aber da gab es gar keine Ziele. Es gab also nur Ziele bei ihm. Das hat man ja gerade auch in der Übersicht so gesehen. Zwei von zwei Zielen haben wir auch erreicht. Okay, dann ist das so, wie es ist. Ja, gut, würde ich sagen, liebe Leute. Dann ist die Saison quasi vorbei. Ich fand sie grundsätzlich erfolgreich. Wie gesagt, wir kamen relativ spät erst rein, aber da muss man sich ja auch mal so ein bisschen reinboxen. Wie gesagt, ich kann die Indoor-Saison jetzt oder die nächste Saison noch nicht anklicken. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Insgesamt bin ich erstmal zufrieden und die Verträge von allen laufen übrigens noch. Es läuft kein Vertrag aus. Wir können mit den fünf Spielern weitermachen. Wir scouten ja, wie gerade gesagt, auch zwei weitere Spieler. Schauen einfach mal. Aber dafür brauchen wir natürlich auch erstmal Trainerplätze. Also vor allem Cheftrainerplätze. Und dafür brauchen wir Geld. Das werden wir danach natürlich beim nächsten Mal sehen, wie das dann budgettechnisch aussieht. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Saison auch Spaß gemacht. Und wir greifen in der nächsten Saison wieder voll an. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und vor allem bleibt gesund. Ciao, ciao.